Hallo meine lieben Zuschauer, da bin ich wieder, Ralf Engel-P, auf Black Collar Elite als Polizist. Falls ihr mitspielen wollt, hier oben steht's, Black Collar Elite, das ist das Server, auf dem ich Polizist bin und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Was für ein Intro. Ich spiele mal wieder hier eine Viertelstunde, also, oh, Banking, das heißt jetzt Banking, das war aber früher nicht so, oder? Hier, ist es schon immer Banking? Ich habe ein bisschen Geld auf dem Konto, das ist schön. Wir gucken mal, was es an Waffen gibt. Ich bin immer noch Rang 3 als Cop hier, also habe jetzt irgendwie nicht besondere Waffen, sondern ich habe zwar eine scharfe Waffe und einen Taser, aber auch nicht wirklich viel. Polizei-Item-Shop, alles klar, wir kaufen mal wieder ein paar Donuts. Ganz wichtig, Kaffee. Und was kaufen wir noch? Ein Benzinkanister? Nö, das sollte eigentlich reichen. Danke erstmal die ganzen neuen Abonnenten. 5000 Abonnenten habe ich geknackt. Vielen herzlichen Dank dafür, finde ich sehr, sehr geil. Das Ganze wird wieder so ein kleines Info-Video, ein bisschen rumgequatsche. Mal gucken, was auf dem Marktplatz so passiert. Einfach ein bisschen mal schauen hier. Ich habe nur noch ein SUV, schade. Ich hatte mal zwei. Einer scheint irgendwie explodiert zu sein. Oder ich weiß schon gar nicht mehr, was ich damit gemacht habe. Ich habe leider nur noch einen. Schade, schade. Ansonsten, bitte denkt dran. Twitch TV, da heiße ich Ralfinger TV. Ist auch in der Videobeschreibung unten verlinkt. Folgt mir da bitte. Ja, ich mache wirklich oft Livestreams und die meisten Leute feiern das extremst. Ich habe eine Facecam dabei, der Chat wird eingeblendet, das Ganze wird aufgenommen. Schaut mal vorbei, würde mich sehr freuen, wenn ihr mal da öfters reingucken würdet. Und ja, ist immer wieder sehr geil. Also ich mache das wirklich sehr, sehr gerne. Muss jetzt auch wieder ein bisschen Werbung hierfür machen, weil es einfach genial ist. So, dann gucken wir mal, was hier die Leute so hier machen. Mal gucken hier, dass ich den Typen hier nicht anspreche. Herr Zivilist, bitte laufen Sie auf dem Gehsteig und nicht auf der Straße. Danke. Ja, gleich mal hier. Ordnung muss sein, ja, meine Freunde, ne? Hier nicht auf der Straße rumrennen. Hallo, geht's immer von der Straße runter, Mensch. Hören Sie schlecht. Gibt's ja nicht, ey. Hupen ist auch nicht erlaubt. So. Vorsicht, bitte. So, mal gucken, wie die Zivilisten so drauf sind hier. Checken wir mal ein bisschen den Marktplatz ab. Ich meine, was anderes kann ich auch gar nicht machen. Ich bin alleine als Copy auf dem Server. Und das alles andere wäre total sinnlos. Hoppala. Hier irgendwie großartig jetzt mit dem Heli rumzufliegen oder sowas. Wop. Ich hoffe, die Admins sehen das auch mal, dass ich hier mal alleine auf dem Server rumrenne vormittags und hier die ganze Scheiße da mache, ey. Guten Tag, Hombre. Ja, ich will nämlich in den Rang aufsteigen. Ich will endlich Heli fliegen können, wann ich will. Schönen guten Tag, Dejan. Hallo. So. Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, Sie haben alle wohl geruht und Ihnen geht's gut. Keine Widerrede, ist ein gutes Zeichen. Gut, Marktplatz scheint super ruhig zu sein. Ich meine, Geschwindigkeit messe ich jetzt nicht, das sieht total entspannt aus. Also ganz ehrlich, ich bin ja überrascht. Dafür, dass keine Cops da sind, sind die ja unglaublich zivilisiert. Freut mich richtig, das zu sehen. Schön, schön, dass es so ist. Keiner hat mich mir vollgequatscht, keiner rennt über den Marktplatz und schreit Jalla, Jalla, Jalla. Dann fahren wir jetzt einfach mal ein bisschen Patrouille. Und schauen, was da draus wird. Oh, ein Hammett. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ey. Wow, Kumpel hier. Du weißt schon, dass du erstmal auf die Straße schauen solltest, bevor du hier... Dich halten wir jetzt an. Hat mich angehupt. So, mal aussteigen hier. Den Kollegen mal hier fragen, was da gerade los war. Schönen guten Tag, der Herr. Bitte mal kurz vom Fahrzeug absteigen. Ah, Homer. Oh, wie stehe ich denn da? Yay. Ja, yeah, das ist ein Move hier. Heißer Move. Sie wissen, warum ich Sie gerade anhalte? Oh Gott, jetzt kann ich nicht mehr reden. Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Ja, wunderbar. Homer, Hallo, Sie sind hier gerade rausgezogen, ja, direkt an der Straße, ohne zu gucken. Das war ziemlich gefährlich. Und ich würde Sie bitten, zu eigenen Schutz zukünftig mal nach hinten zu gucken, bevor Sie einfach auf die Straße rausfahren, ja? Ja, sorry, tut mir leid, ich bin neu hier. Ja, ist kein Problem. Wie gesagt, meine Bitte ist nur zu Ihrer eigenen Sicherheit. Schauen Sie mal, der Kollege drüben fährt ja auch ganz normal hier. Sie sind sogar zu zweit. Sehen Sie mal, jetzt bremsen Sie runter. Jeder kann ja Auto fahren oder Quad fahren, nur Sie nicht. Ich bitte Sie... Achten Sie drauf auf die Verkehrsregeln. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. Aber okay, mache ich auch noch. Ja, dann wiedersehen. Auch noch einen schönen Tag. Jo, danke schön. Ciao, tschüss. Ciao. Ja, da muss man den... Guck mal, neu auf dem Server muss man gleich mal hier die Regeln beibringen. Gleich mal abchecken, was hier los ist. Apropos Regeln. Wie sieht's denn hier gerade aus? Was haben wir denn hier? Sei kein Idiot. Das ist eine gute Grundregel.
So. Guck mal, wie der hier schleicht. Guck mal, hier. Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht. Ich meine, ich bin ein Kopf. Also Respekt an euch da vorne, ja? Homer und den anderen. Respekt. Ich glaube, hier dürfen wir sogar 50 fahren, oder nicht? Jetzt sind wir außerhalb der Ortschaft. Guck mal, jetzt speedet der hier rechts ab, ey. Was hat der denn vor? Da fahren wir einfach still und heimlich hinterher. Mal gucken, was er macht. Irgendwie, warum biegt man hier rechts ab? Warum biegt man hier rechts ab? Das ist ja auf jeden Fall skurril. Der hat doch was zu verbergen. Das ist doch nicht normal, oder? Aber auch wie er schleicht noch, als ob hier irgendwelche Geschwindigkeitsbegrenzungen wären. Du machst mich fertig, Kumpel, da vorne, ey. Was hast du denn vor, ey? Was hast du denn bitte vor, ey? Ach Gott, ey, lass mich mal in Ruhe. Aber geil, biegt er einfach mal mitten in die Pampa ab. Hier ist einfach nichts los. Er hat echt ein bisschen Schiss bekommen anscheinend, ey. Warum auch immer, ey. Ich will ihn jetzt aber nicht anhalten. Ich merke mir einfach das rote Fahrzeug und dann schauen wir später, was los ist. Ja, dieser normale Streifenpolizeidienst ist für mich auch richtig nice. Ich mache das richtig gerne. Aus dem einfachen Grund, weil man unglaublich viele Leute kennenlernt oder auch euch. Also wenn ihr auf den Server kommt und ich jetzt hier Streife fahre, könnte es ja sein, dass ihr mich dann trefft. Und deswegen mache ich das auch so gerne. Jetzt fahren wir nochmal vorne zum Pfirsichfeld und schauen, was da so los ist. Ich glaube weniger, aber es sind ein paar Quads rumgefahren. Man könnte einfach mal schnell Hallo sagen. Dass sie auch wissen, da sind Polizisten auf dem Server oder zumindest ich bin da. Und dann gucken wir mal, was draus wird. 1-Stunden-Folgen habe ich leider jetzt die Chance nicht gehabt, die letzten paar Tage welche aufzunehmen, einfach nur, weil ich ein bisschen beschäftigt war. Bin jetzt ja auch bei GameStar in dem Netzwerk, deswegen gab es da auch viel zu tun, viel für mich rauszufinden und eben auch Kommunikation mit den neuen Leuten. Es wird definitiv auch neue Aufnahmen geben mit Leuten von GameStar, mit mir hier zusammen, Dalukar zum Beispiel oder hier Krabs One zum Beispiel. Da ist was geplant. Schönen guten Tag, die Herren. Homer, wir kennen uns ja schon. Guten Tag. Guten Tag, Lemmy. Alles gut bei Ihnen hier beim Pflücken? Guten Tag. Alles super. Wunderbar. Bitte vergessen Sie nicht, Getränke und was zu essen mitzunehmen. Ich meine, was zu essen haben Sie direkt hier, aber Getränke nicht, dass Sie dehydrieren. Bei dieser Sonne heute, die brennt schon ganz schön runter. Ist immer mit Vorsicht zu genießen, wenn Sie hier so in der freien Natur arbeiten. Nur als Tipp. Ja, das stimmt. Ich bin schon ganz schön am Schwitzen. Ja, das glaube ich. Das ist auch sehr anstrengend. Diese Bäume waren früher auch mal ein bisschen größer so. Heutzutage sind so viele Leute da, die richtig abgerasen. Da wird es immer schwieriger, an die Pfirsich ranzukommen. Ne? Ja, das stimmt. Das muss ich Ihnen ja, sagen. Dann freuen Sie sich mal heute Abend auf Ihre Dusche und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja. Danke, gleichfalls. Wiedersehen. Tschüss. So, immer auf die Straße gucken, nicht, dass hier ein Verrückter langheizt. Alles da, Lemmy hier. Auch ein ganz normaler, netter Zivilist, so muss es sein. Pflückt sich seine Pfirsiche, ich wollte ihm Aprikosen sagen, Peaches und ja, ist glücklich damit. Frage. Oh, Lemmy. Ja, dann fahren wir rechts ran. Lemmy hat eine Frage. Steigen wir nochmal aus. Ja, bitte. Wann kommen denn immer Ihre Let's Plays raus? Es gibt keine festen Zeiten, aber ich werde jetzt mal schauen, dass ich übers Wochenende wieder neue aufnehme. Diese gerade hier ist eine Aufnahme. Sie sind also mittendrin, statt nur dabei. Möchten Sie vielleicht noch jemanden grüßen? Ja, einen Kollegen, Flinty. Das wäre super. Und ich habe mir morgen schon ein Let's Play von Ihnen angeguckt. Oh, das freut mich sehr. Warten Sie, ich mache Sie noch ein Stück lauter. Dann hören wir ihn nämlich besser. Flinty sollen wir grüßen. Audio, zack, hier. Rauf mit dem Ding. Ja, so, jetzt bitte. Ich habe mir morgen schon Let's Play von Ihnen angeguckt. War wieder sehr interessant und machen Sie echt super, wollte ich Ihnen nur mal sagen. Das ist wirklich sehr nett. Das freut mich jedes Mal, wenn ich positives Feedback bekomme. Und ist natürlich schön, das Ganze in einem Video für YouTube zu hören, zu sehen und wieder dann zu zeigen. Haben Sie sonst noch eine Frage? Oder? Nee, sonst ist alles super. Alles klar, Herr Lemmy, ich wünsche Ihnen noch gutes Gelingen. Würde mich freuen, wenn Sie einen Kommentar unter meinem Video lassen. Und bis zum nächsten Mal. Regroup. Gerne, danke, tschüss. Wiedersehen. Was es nicht alles gibt, ja. Aber das passiert mir öfters. Das passiert mir wirklich öfters. Deswegen sage ich auch immer den Leuten, sie sollen sich mal selbst grüßen. Das kommt immer irgendwie ganz gut an. Ansonsten... ich war bei dieser 1-Stunden-Folge stehen geblieben. Die wird es wieder geben, nur die Zeit werde ich jetzt heute nicht haben. Heute ist Freitag. Das kriege ich heute nicht mehr hin, weil eben noch einiges vor mir steht. Es steht noch Wasteland mit Mentor-EP auf dem Plan. Grüße nochmal von mir hier direkt an ihn. Und heute Abend Trouble in Terrace Town mit den Leuten von GameStar.
Dann wird morgen Vormittag mal ein bisschen auf einem anderen Server gefarmt, den ich jetzt noch nicht verraten möchte, weil ich da dann eben mit den Gamester-Jungs weiterspielen will oder werde oder auch spielen werde. Und ja, also wird kommen, wenn dann aber sporadisch, also nicht vorher fest angesagt. Und an alle Leute da draußen, weil ich jetzt Wasteland aufnehme und Hawken mal hochgeladen habe, Altes Life wird es hier immer wieder geben. Das wird nie aufhören. Ja, solange ihr das guckt und haben wollt, werde ich weiter Folgen hochladen. Es ist nur manchmal zeitlich nicht drin und deswegen gibt es halt manchmal eine Folge weniger oder so. Vielleicht habe ich am Sonntag auch schon wieder ganze 12 Folgen am Stück raus, was weiß der nicht. Kann ich euch leider noch nicht genau sagen. Da war das nicht da vorne, der Typ, der da vorhin abgehauen ist? Ich glaube, hinter dem fahre ich mal her. 30 ist hier. Ich fahre jetzt schon 60. Okay, die Polizei soll sich vielleicht auch an die Geschwindigkeitsregeln halten. Wir machen jetzt mal die Sirene an. Vielleicht hält er da an. Jupp. So, mal schön dahinter parken. Motor aus. Guten Tag. Bitte mal kurz aus dem Fahrzeug aussteigen. Dankeschön. Schönen guten Tag, Flo. Sie sind doch vorhin hier mitten in die Pampa gefahren, als ich hinterher gefahren bin. Gab es dafür einen speziellen Grund? Können Sie denn reden? Haben Sie ein Mikrofon oder können Sie leider nur im Chat mit mir reden? Er hat nämlich Hi geschrieben. Okay, er hat kein Mikrofon. Okay, Flo, dann würde ich Sie bitten, einfach weiterzufahren, weil ohne Mikrofon würde das ein bisschen zu lange dauern. Ich bitte Sie aber das nächste Mal nicht einfach die Straße zu verlassen. Das ist immer ein bisschen suspekt. Schönen Tag noch. Leute, holt euch ein Mikrofon. Okay, jetzt Pfirsichfolien, okay. Alles klar. Gut, das glaube ich mir auch, aber warum zur Hölle ist er dann da abgebogen? Das war ein bisschen skurril. Holt euch bitte Mikros, Leute. Bitte. Es gibt nichts Schlimmes, als mit Leuten im Chat zu reden. Da ist dieser ganze Roleplay-Aspekt geht völlig daneben. Ist jetzt nicht schlimm, ja, aber es ist schade. Ich würde schon gerne mit euch reden. So, da vorne ist ein Quad lang geeiert. Da knüpfen wir uns mal den vor. Wobei, der ist einfach wahrscheinlich nur zum Markt gefahren. Um seine Pfirsiche loszuwerden. Ja, sieht schwer danach aus. So, die beiden fahren auf dem Quad weiter. Ist immer übrigens toll, wenn man ein Team bildet, ja? Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr alleine auf dem Server kommt, schnappt euch jemanden und vertraut dem auch. Gebt den eure Car-Schlüssel, also Autoschlüssel, wenn ihr welche habt. Einfach nur aus dem Grund, als Team ist man einfach stärker. Man kann zusammenlegen, man kann Sachen kaufen. Guck mal, der fährt richtig gut Auto. Der fährt jetzt wahrscheinlich hier zum... Kauft der den Rucksack oder fährt er einfach wieder zum Apfelfeld? Ich weiß es nicht. Wir müssen aufpassen, dass wenn der hier anhält, ich ihn nicht hinten reinrase. Das wäre ein bisschen ätzend, weil sonst ein Quad im Arsch. Okay, die will ich jetzt nicht weiter verfolgen. Die schauen einfach ganz normal aus. Die fahren auch richtig langsam. Ansonsten würde ich sagen, wow, jetzt einfach mal durchrasen, egal. Bedanke ich mich nochmal an euch da draußen. Ich möchte mich bei euch bedanken für diese wahnsinnige Zuschauerzahl. 5000 Abonnenten habe ich geknackt. Ich werde mir vielleicht auch ein Special einfallen lassen. Jeder, der jetzt schreit, 24 Stunden Stream, der kann nicht mal, weil, ey, 24 Stunden, ey, ich habe da nicht den Arsch offen. Das werde ich definitiv nicht machen. Vielleicht aber mal so 5 oder 10 oder so, aber keine 24 Stunden, ganz ehrlich. Das ist mir echt zu stressig. Trotzdem möchte ich mich bedanken für den ganzen Zuspruch, für eure Kommentare, für die Likes, alles, was ihr da außen macht. Macht bitte weiter so, ist wirklich genial. Gibt mir auch immer wieder Kraft und macht mir einen Mordspaß so. Und so soll es ja auch bleiben. Und ich würde mich freuen, wenn ich weiterhin so viel Zuspruch von euch bekomme. So, Unlock. Komm raus hier aus dem Autoreif. Aussteigen. Locken. Jetzt nehmen wir mal die... Ich renne die ganze Zeit mit einer scharfen Waffe rum, ne? Jetzt nehmen wir mal einen Taser in die Hand. Ist besser. Jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwas passiert auf dem Marktplatz. Fahrzeug ist abgesperrt, sehr gut. Da sitzen zwei auf dem Marktplatz rum. Zehn, die gehen nochmal rüber und fragen die, was sie denn so hier treiben. Guten Tag, Dian. Soldier, 75 Meter, front. Gut, die wollen nicht mit mir reden. Ist ruhig heute hier auf dem Marktplatz, ne, in Kavala. Mal keine Action, wird nicht rumgeballert. Oh doch, hier, Jakob wurde von You Got Razor getötet. Ja, Jakob, dann sag mir mal, wo du getötet wurdest, dann gehe ich da auch gerne hin und helfe dir. Ja, guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Kann man dann die Leute muten, sag mal? Sie drücken M für Map. Dann auf Spieler. Ja. Dann markieren Sie den Spieler und dann ist rechts so ein kleines Menü, das da rausgeht, da steht stumm. Da drücken Sie drauf. Also auch für euch nochmal. Muten, Leute auf Spieler gehen. Homer anklicken, hier stumm. Und dann steht hier gemutet.
Ja, falls ihr das okay, vielen wisst. Dank. Gerne geschehen. Schönen Tag noch. Beispann. Herr Ralf Fink. Ja, bitte, Herr Levy. Und zwar, wie ist das eigentlich, wenn man im Auto fährt? Wie kann man sich umgucken? Sie drücken zweimal Alt. Super. Okay, danke schön. Schönen Tag noch. Bitte schön, danke Ihnen auch. Guck mal, der hilfsbereite Polizist. Der eine will wissen, wie man Leute mutet, der andere will wissen, wie man sich im Auto anschaut. Ich würde sagen, optimal gelaufen, Leuten geholfen, ein paar kontrolliert und Kavala ist sauber. So, hallo Officers, ich wurde soeben am Kupferhändler überfallen und erschossen. Bitte, okay, alles klar. Den schnappen wir uns, ey.